Ich habe noch nie im Flugzeug gehabt. Jetzt komisch. Offen. Ja, aber ich dachte tatsächlich nicht, dass du. Hä? Bomben? Yo, Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von Max und Chris. Und heute wieder dabei. Karina! So sieht's aus, Freunde. Wir spielen heute. Ich hab noch nie. Und zwar extrem, extrem intim. Boah, Max, können wir da so hinzoomen beim Klatschen so? Ich hab noch nie. Danke. Bitte. Auf jeden Fall habe ich eine wunderschöne App runtergeladen, meine Damen und Herren, die richtig krassen Fragen stellt quasi, oder beziehungsweise ich habe noch nie Sentence gestellt. Ich habe die noch nie gesehen irgendwo, die App. Also die App praktisch, wo so sich 15-Jährige runterladen, so beim Flaschendrehen ungefähr. Nee, das ist plus 18. Ja, passend dazu haben wir natürlich heute auch ein bisschen Apfelsaft. Apfelsaft dabei. Ich habe noch nie zu erklären, ist eigentlich ganz einfach. Also ich lese jetzt was vor und was man schon mal gemacht hat, dann muss man trinken quasi. Genau. Und dann ist jeder erstaunt. 18, ich bin ja auch schon 18, deswegen trinke ich eine Spezi. Mhm. Richtig krank bin ich unterwegs. Also Leute, fangen wir an mit der ersten Frage von... Ich habe noch nie ein Kompliment über mein Ding-Dong oder über meine Vulva bekommen. Als ob nicht, ey. Doch, ja. Ja, wäre schlimmer nicht, Junge. Ja, top. 54% haben das übrigens auch schon mal gemacht. Das ist oder gekriegt. Das ist aber traurig. Fast nur weniger als die Hälfte. Ja. Aber man muss die Stücke ja klein halten, weil wir wollen ja Apfelsaft nicht so verschwenden. Genau, richtig. Ich habe noch nie mit jemandem geschlafen, an dessen Name ich nicht mehr erinnern konnte. Tja. Oops. I did it. Du, du, du. Not again. Also du, ne? Du hast die richtig reine Seele hier. Manchmal denke ich mir so im Nachhinein, wer war das gerade jetzt wieder? Der erschien, Tag da, wie war euer? Immer der gleiche, der Idiot. Vergessen. Ich habe noch nie online über Spielzeug recherchiert. Spielzeug? Noch nie. Wir haben ja sogar schon beide mal einen Adventskalender gekauft. Da können wir ja reinjagen, ne? Leute, falls ihr mal experimentieren wollt, kann ich euch verraten. Macht das. Macht viel Spaß. Ja, macht einfach. Ja? Spielen macht Spaß. Spielen macht Spielzeug Spaß. Spielzeug ist immer gut. Hey, schon als Kind hat Spaß gemacht. Immer bei Toys R Us. 20, ey. Mann. Was ist? Ich hab noch nie gebettelt. Ey. Du nicht? Ja, hab ich schon mal mit dir gebettelt, ne? Ja. Ich bei dir? Oh. Ich glaube, das ist echt immer so bei Männern und Frauen. So. Frauen kriegen's ja immer. Ja, ist eh egal. Ja? Mann. Ich hab noch nie jemand unverbindlichen angeboten. Unverbindlich? Ja, du auch, so wenn hab du noch nicht geölt hast. Ja. Ich habe noch nie mit einem Arbeitskollegen gehabt. Was? Also wer jetzt? Blöd, ne? Weil wir müssen ja eigentlich auch trinken. Ach scheiße, wir sind ja Arbeitskollegen. Richtig. Aber du, Max? Ja, also du hattest bestimmt noch nicht mit Karina. Nein. Nein. Nein, halt früher. Ja, ist blöd. Ist es unangenehm? Ist es danach irgendwie unangenehm? Ob es danach unangenehm ist? Kommt dann, glaube ich, auf den Gegenpart. Aber ihr habt euch danach ja nicht mehr wirklich oft gesehen. Nö. Das war ja in der jetzigen Zeit, ne? In der Weihnachtsfeierzeit. Ich habe noch nie mit jemandem zusammen geduscht. Oh. Das haben übrigens von 66% gemacht. Ja, also das ist ja auch, glaube ich, gar nicht gäbe. Ihr könnt ja immer so Frage 1 ja, Frage 2 nein so in die Kommentare schreiben. Das wäre geil. Macht mal so alle Fragen, die wir jetzt hier machen. Sollen die so nummerieren und dann ihre Antwort immer hinschreiben? Ja, das wäre cool, ja. Sollte man also, ich würde sagen, wir kommen zur nächsten Frage von. Ich habe noch nie mehr als 10 verschiedene Stellungen ausprobiert. So beim einmal oder insgesamt? Insgesamt. Wow. So, ich würde schon sagen, glaube ich. Ich würde schon sagen, so unser Lexikon war bestimmt mit mehr bestückt wie mit 10. Es gibt ja auch immer so verschiedene Varianten halt eigentlich, gell? Ich merke gerade, dass dieses ganze Ding hier echt ziemlich intim ist. Ja, sag ich doch. Ich habe noch nie einen Tag ohne Unterwäsche verbracht. Ich habe noch nie einen Tag, einen ganzen Tag ohne Unterwäsche? Doch, einfach in der Jogginghose. Lass ihn baumeln halt, gell? Ja, ich glaube, habe ich noch nie gemacht. Also nicht von morgens bis abends, so mal so ein paar Stündchen oder so, aber... Ne? Was? Ich habe noch nie den Namen einer anderen während dem ausgesprochen. Ne? Nee. Ich tatsächlich auch. Nein, ich schwör's, ich hab's nicht. Trink!
Mir ist der Name einfach nicht mehr eingefallen währenddessen. Ich hatte so im Kopf, ich wollte eigentlich damit der reden, also nicht reden, aber halt so, ja? Du wolltest so ein bisschen übers Wetter, übers Wetter reden. Nein, aber dass man halt so was ändert und so, ne? Aber dann ist einfach dieser Name. Was hast du dann gemacht? Du hast gesagt, ey, du. Ja. Hey du, lass mal. Hey du, lass mal jemanden so Kopf. Ey du, lass mal wechseln hier. Ich habe noch nie im Flugzeug gehabt. Also ich denke jetzt mal nicht, dass ich das hatte. Nee. Nee, aber es hatten schon 16%. Tatsächlich kommt es echt oft vor. Ich finde auch den Gedanke daran echt krass. Das ist aber voll behindert eigentlich. Aber ich frage mich immer nur so, wie muss man das koordinieren, damit es funktioniert? Das sieht ja jeder. Es stehen ja zwei Personen auf und gehen zwei Personen den Gang entlang und kommen zwei Personen direkt zusammen wieder zurück. Voll strange. Ja. Das wird nie funktionieren. Also ich würde es nie machen. Aber nur weil es ja direkt. Meistens fliegt man ja immer so entweder voll spät abends oder voll früh morgens. Ja, dann ich denke so, jetzt stell dir mal vor, so, du fliegst so First Class mit so einer Kabine. So. Ja. Da kannst du schon mal knacken lassen wahrscheinlich, aber. Ja. Ja. Wird wahrscheinlich nie passieren. Ich habe noch nie auf einer Party mit jemandem rumgemacht. Deine Mutter. Hä? Deine Mutter. Jetzt ja, kommst du raus. Ja, wir waren ja noch nie auf einer Party zusammen, oder? Aha. Mhm. Ah ja. Wahrscheinlich. Aha. Ja, ja. Jetzt würde ich es auch sagen. Na, aber ich dachte tatsächlich nicht, dass du. Hä? Waren wir noch nie auf einer Party zusammen, oder? Ach, mit mir meinst du? Alter, so wohl. Oh, da war viel drin. Ey, da war viel drin. Ich habe noch nie mich selbst gestreichelt und mir vorgestellt, es sei jemand anders. Nee, habe ich tatsächlich nicht. Was, mich selbst gestreichelt und mir vorgestellt, es wäre jemand anders? Also... Ja. Nee, habe ich nicht. Forever alone. Alter! Auf die Idee bin ich echt noch nie gekommen. Ist jetzt komisch. Ich habe noch nie jemanden entjungfert. Na, ja, ich logischerweise nicht. Ja, ich nicht. Traurig, ne? Warum traurig? Das ist nicht so schön wahrscheinlich immer. Nee, ich muss dazu sagen, tatsächlich, ich fand das eigentlich null struggle so. Null schlimm. Krieg ich jetzt. Oh. Ja, war ja auch nicht so. Aha, jetzt krieg ich den Jackie Cola. Mhm. Ich fand. Oh fuck. Oh fuck. Was ist jetzt schon wieder passiert? Oh fuck. Komm. Als ob, war das Ellenbogen oder was? Mhm. Gott, wie hast du das jetzt schon wieder gemacht? Ich wollte zu so einem Arm. Alter, ihr bist so ein. Ah! Geht's? Ich habe noch nie die Pille danach genommen. 100%? Hä? Ja, 100%. Ja. Nee. Hm. Hast du nie die Pille danach gebraucht? Nee. Ich nicht? Nein. Ich hab's. Ich hab's selber nicht genommen, aber ich hab's halt schon mal gebraucht. Ja, Leute, wisst ihr, es ist wirklich bei uns so, uns juckt halt nicht. So mal schwanger, so mal schwanger. Genau so sehe ich das auch. Ich habe noch nie so viel getrunken, dass ich den Weg nach Hause nicht mehr gefunden habe. Nö. Was guckt ihr mich so an? Immer heimgekommen. Schon klar. Immer heimgekommen. Alleine wäre ich schon immer heimgekommen. Ich habe noch nie mit jemandem geschlafen, ohne zu verhüten. Was hast du gesagt? So, die nehmen ja immer die Pille. Ich weiß es halt nicht, wenn jemand sagt, ich nehme die Pille, ob das halt dann immer so richtig war, ne? Aber weiß schon. Maximilian, 5 Kinder. Ich habe noch nie meine Eltern gefragt, wo ich genau gezeugt wurde. Doch, ich habe das schon. Ich habe das schon mal gefragt. Ja, ich weiß es. Auf der Skihütte. Du nicht? Ich weiß es nicht. Du in der Schweiz? Du bist plötzlich in der Skihütte, ja. Was? Ich in der Schweiz. Ich habe ihn auch schon mal gefragt, ich bin mir aber nicht sicher. Also ich weiß es nicht. Ja, gab es ja irgendwas geantwortet. Mhm. Ich habe noch nie ein in der Hand gehalten. Noch nie, nee. Das mag ich nicht. Ah ja, aber nur 70%. Aber Pille danach 100. Ja, was ist verkehrt mit der Welt? Weiß ich auch nicht. Prost, dich schön. Aber mein Apfelsaft ist auch leer, scheiße. Kommen wir zur letzten Frage von. Das war gut, Carina. Ich habe noch nie in den Spiegel geschaut und mir gedacht, wow. Sexy. Doch, genau das war meine Gedankengänge. Immer. Wow. Wow, sexy. Sexy. Also ich würde ja jetzt noch was trinken, wäre da noch was drin, Freunde. Aber das war's mit Ich hab noch nie. Könnt ihr gerne, falls ihr mal Bock habt, dann könnt ihr auch gerne Ich hab noch Max, nie. Max, du musst nochmal, du guckst jeden Tag im Spiegel, du aber sagst. Und sagst, wow, sexy. Wow, wow sexy. Sexy. Das haben wir immer früher gehört, das jeden Morgen. Wow. Boah, ich hab voll die geile Idee, Leute. Lasst doch für den zweiten Teil einfach, ich hab noch nie Fragen in den Kommentaren von euch stehen. Ja, sag ich doch. Ich hab noch nie... Alles. Das war, glaube ich, echt, das war jetzt schon richtig krass. Schon richtig, ne?
In diesem Sinne, Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Schaut bei Carina vorbei. Link in der Infobox, Freunde. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und bis dann. Tschüss.